Boah, Bro. Digga. Ich sehe aus wie ein Obdachloser. Ich sehe aus wie ein absoluter, vercrackter Obdachloser. Ich habe was gefunden, ja. Nein, wir was gefunden. Und zwar gibt es einen 5M-Server, ja. KingLife. Der schreibt in den Titel. Sobald du bei 5M Cisco suchst, ja, kommt dieser Server. Keine Einreise. Zigzag, SXAK, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Bro. Montana Black, Cisco. Spiel hier. Täglicher Bannclear ohne Bewerbung, MDler, PDler, GLRP, Gambo, Fastlife, Immortal Hope. Also das ist mit Abstand die traurigste, also, warte. Das ist mit Abstand der traurigste Versuch, Spieler zu bekommen, den ich, seit ich 5M installiert habe, gesehen habe. Na, wobei, es gibt da noch einen Server, der sagt, komm auf meinen Server, verdiene bis zu 500 Euro mit meinem Server, wenn du hier spielst. Bis zu 500 Euro monatliche Auszahlung. Den nehmen wir auch noch hoch eines Tages, keine Sorge. Aber heute dieser Müll. Warum tut man das? Ich gehe da jetzt drauf und ich will nachfragen, ja. Ich bin interessiert, was das soll. Wer das ist, warum man das tut. Direkt eine Abmahnung hinschicken, Bruder. Direkt abmahnen, bis die Namen da verschwunden sind. Zack, 500 Euro Abmahnungsgebühr. Zack, nochmal 500 Euro Abmahnungsgebühr. Und nochmal. Nein, Spaß, wir sind doch keine Assis. Sowas machen wir doch nicht. Also ich erwarte hier wenigstens, dass ich mit offenen Armen empfangen werde, wenn man schon so traurig versucht, irgendwie an Spieler zu geiern. Oh Gott, der Inhaber heißt doch schon Big Royal, Bro. Ich erwarte wenigstens, dass man mich mit offenen Armen empfängt. Ja. Also es ist übrigens gerade Freitag, 14.15 Uhr. Ich glaube, die meisten sind noch in der Schule oder kommen gerade erst aus der Schule. Deswegen erwarte ich nicht, dass der Admin oder so, oder dass überhaupt ein Admin jetzt schon hier ist. Anti-Troll ist aktiviert. Noch 30 Minuten. Ich kann 30 Minuten lang nicht schlagen. Anti-Troll. Traurig. Ganz, ganz traurig. Habe ich mich jetzt wirklich einfach hier hintippet? Mit dem... Bro, ich habe mich einfach hier hintippet. Ich musste nicht mal vom Flughafen hier hinlaufen. Kann ich denn fahren? Nee, der ist kaputt, ne? Ey, yo. Ey, yo, 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 yo. Der hat den nicht abgeschlossen, ne? Super. Wie machst du den Motor an? Motor. Wie geht der Motor an, hä? Ich raff nix. Ja, kaufen. Wie geht denn der Motor an hier? Ich drück 1000 verschiedene... Also, ich drück jetzt alle Tasten einmal durch, ja? Oh Gott, ich habe ein Laubgebläse in der Hand. Hä? Willst du mich verarschen? Wer macht denn sowas? Wer stellt denn so einen Server? Also, es ist weder L, noch M, noch X, noch B, noch Minus, Plus. Es ist nicht T, es ist nicht Z, es ist nicht U, es ist nicht M, es ist nicht K, es ist nicht O, es ist nicht P, es ist gar nichts. Wahrscheinlich ist das irgendwie / Motor oder so. Ach du Scheiße. Ich frag nicht nach, was das war. Echt nicht. Interessiert mich auch gar nicht. Wenigstens läuft der Motor von dem Fahrzeug hier. Ey, yo, yo. Wie startet man den Motor hier? Ach, Digga, Soundboard. Oh, nee, Digga. Hallo? Gibt's hier gutes RP? Wie kann ich den Motor starten? Welcher Hotkey? Cisco! Ja, steck ein, komm. Halt die Fresse. Ey, die schießen. Verstehe ich nicht. Der Server ist wirklich schlecht. Wirklich, wirklich schlecht. Vielleicht kann ich ja durch Neujoinen das Ganze beheben. Ach du Scheiße, ist das schlecht. Ach du Scheiße. Meine Katze kratzt schon wieder an den Wänden. Sie klettert mein Schallisolierungszeug hoch. Guten Abend. Bitte hilf mir. Cisco? Cisco? Hallo, Cisco, Bro. How are you, Bro? Homie? Wie soll ich reden? Wie soll ich ihm antworten? Mami, das ist doch geiles Scheiße, oder? Oh, der Herr, hallo? Nein, ey, lass mich runter. Lass mich runter jetzt. Hey, stopp. Hallo, Farid, anhalten jetzt. Hallo. Nein, der. Soll's anhalten. Geil, Homie. Nee, ich will nicht. Das wird ein sehr kurzer Aufenthalt sein. Aber ein sehr, sehr kurzer Aufenthalt. Aber von meiner Seite aus. Nicht, weil ich gebannt werde, sondern weil ich hier nicht sein möchte. Wer möchte denn freiwillig hier spielen? Mediziner. Nee. Ich werde jetzt auch nicht nett sein oder so zu dem, ne? Weil, nee, hat er nicht verdient. Kannst du mir bitte deine Waffe geben? Welche willst du? Machen wir das ganz kurz. Einfach ein Gewehr oder so. Du? Ja. Ja, bitte. Meinst du ein Advanced Rifle? Ja, bitte. Kannst du den Namen sagen von der? Advanced Rifle. Ich bin ein Soundboard. Bitte gib mir die Waffe. Achso, da bin ich. Einfach Cisco, Digga. Ach, ich kann sie nicht benutzen, weil ich Anti-Troll hab. Oh, nee. Ey, könnt ihr den mal abknallen, bitte? Könnt ihr den mal umbringen, bitte? Der hat schon 5 Leute, RDM. Bringt den einfach um. Schießt den bitte einfach weg. So, schießt den einfach weg. Herr Winkler, machen Sie gut, der P. Ah! Das ist doch nicht Herr Winkler, das ist ein Sound. Oh, Leute, ihr müsst den umbringen. Ihr müsst ihn umschießen. Ihr müsst ihn umschießen. Wie oft denn noch? Könnt ihr ihn bitte umschießen? Bitte. Bitte. Och,
Guck mal. Tesco. Ja. Möchtest du einfach, dass ich mich auslogge? Willst du, dass ich jetzt einfach gehe und woanders spiele? Es wäre ziemlich egal. Ich bin halt eine Aufmerksamkeit suchen. Es ist nicht lustig. Es ist weder lustig. Deshalb mache ich es ja. Ich gebe dir halt einfach Geld gleich. Wenn ich verstehe nicht, wie man auf Krampf so versuchen kann, Aufmerksamkeit zu geiern. Ich bin halt Aufmerksamkeitsgeier. Nein, du bist ein Opfer, Bro. Das bist du. Ein Opfer, das Aufmerksamkeitsgeier ist. Hilfe! Winkler. Warum bin ich jetzt gefesselt? Ey, yo, 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 Admin, Hilfe, 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 Admin. Hilfe, nimm mich mit. Nimm mich mit, schnell, hol mich. Admin, hol mich. Winkler. Es ist so traurig. Ihr müsst euch nicht wundern, warum es sehr, sehr wenige 5M-Videos aktuell gibt. Aber das ist der Grund. Ah, oh, bitte nimm mich mal auf den Arm. Bitte. Bitte bring mich weg. Gott sei Dank. Bitte schnell. Fliegen. Gott sei Dank. Boah. Hat das lang gedauert, Alter. Was ist das hier für ein Müll? Bitte erklär's mir. Bitte. Cisco, wie kann man dir weiterhelfen? Wie kann man mir helfen? Wie kann man euch helfen? Wie kann man diesem Server helfen? Tut mir leid, ich finde seit 20 Minuten supportet. Ey, das ist ja grauenhaft. Ich habe wirklich, jetzt, ich sag das nicht einfach so, weil ich gerne übertreibe, aber wirklich, ich habe noch nie so einen schlimmen Server gesehen. Von den Spielern und von den Funktionen her. Tut mir leid, Cisco. Nein, du kannst ja nichts dafür, aber du bist ja schon länger hier. Du könntest mir erklären, wie kann das sein? Ich weiß auch nicht, Cisco. Ich werde dir einfach beobachten. Das brauchst du nicht, das hilft nicht. Das wird nicht funktionieren. Also ich bin auch nicht lang hier und ich wurde direkt 5-mal umgebracht, 5-mal rumgetragen. Vor mir bringen sich Leute gegenseitig dauerhaft um. Das ist ein Gambo-Server. Das ist hier Gambo City irgendwie. Das ist so weit entfernt von RP. So weit. Der Projektleiter ist, glaube ich, 13. Dachte ich mir, ja. Der versucht es auf die Reihe zu kriegen, aber ich bin jetzt seit 20 Minuten Supporter, hab ein Zerrichter bekommen und hab dich schreien gehört. Boah, ja, weil ich Hilfe brauchte. Ich wurde weggecarried von jemandem, der alles weggeschossen hat. Kannst du Sachen spawnen? Autos, Waffen, irgendetwas, wo ich mich ein bisschen verteidigen kann. Ja, das wird nicht viel helfen. Da reicht ein Headshot und das war's wieder. Hast du irgendwas Gepanzertes oder so vielleicht? Irgendwas, wo man nicht durchschießen kann. So kugelsicher. Oh, das haben sie, glaube ich. Ja, doch, gepanzerte Fahrzeuge gibt es. Slash Carino. Perfekt. Oh, da. Nein, Cisco, kannst du leider nicht geben. Klar kannst du. Nein, Cisco, bitte. Ja doch, klar geht das. Cisco, nein. Außer ich werde gebannt wegen Anti-Cheat, aber das finde ich jetzt raus. Cisco, nein, bitte. Okay, ich kann nicht fahren. Ah, das habe ich auch schon festgestellt. Ich kann den Motor nicht starten. Wie startet man denn den Motor? Keine Ahnung. Doch, doch, das geht, du weißt das, aber wie? Was? Ja, sorry. Dein Sorry hilft nicht. Ja, ich bin leise. Es nervt. Ich bin leise. Bitte sei laut, bitte, komm. Weißt du, wie man Autos löschen kann? Ich mach drei Kreuze. Weißt du, wie man Autos löschen kann? Ja, weiß ich. Aber ich muss erstmal wissen, wie man Motor startet. Cisco, das Auto ist detected, ich kann leider nichts machen. Komm, wie kann... Das ist nicht detected, ich kann da fahren. Ich sitze ja schon drin, das ist nicht detected. Ich muss nur wissen, wie der Motor angeht. Warte, Cisco, ich gebe dir ein gutes. Ich gebe dir diese... Nein, ich will damit fahren, aber der Motor muss halt an sein. Ja, du kannst ihn starten, hä? Wieso kannst du den Motor anmachen und ich nicht? Steig mal nochmal aus. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich damit schießen kann oder ob ich dann gebannt werde. Kannst du mich entbannen, wenn ich gebannt werde? Wenn ich gebannt werde, kannst du mich bannen? Entbannen? Nein, entbannen, wenn ich gebannt werde, weil ich probiere, damit zu schießen. Das kann nur der Projektleiter, weil Anti-Cheat war. Okay, dann schieße ich nicht, einfach nur zur Sicherheit. Aber danke, Bro. Ich würde gerne probieren zu schießen, aber die Gefahr ist zu hoch, dass man dann detected wird und dann wird man gebannt. Deswegen fahre ich damit einfach nur rum und bringe andere Autos zum Explodieren. Einfach nur, weil es alles Arschlöcher sind auf diesem Server. Das sind gnadenlos Arschlöcher. Die willst du nicht haben. Gefällt mir. Feier ich. Genauso muss das sein. Das habt ihr davon. Ich wurde eingefroren. Er hat mich eingefroren. Er hat mich eingefroren und umgeschossen? Zimmer aufräumen, die Mutter. Hallo. Nee, der Panzer, der war doch gut. War doch alles super. Ja, aber der Panzer, das... Kannst du mal schreien für mich einmal, damit die Mutter so richtig ausrastet von dir? Ja, Mama. Cisco, wird das ein Video? Dein ganzes Bett ist voller Krümmel. Also wenn du einmal laut schreist und auf den Tisch klopfst dabei, damit deine Mutter richtig ausrastet, dann kommst du vielleicht ins Video. Na, Cisco. Komm, für den Content. Komm schon. Komm, einmal richtig so. Komm, da kannst du auch. Richtig fest auf den Tisch. Pam, pam, pam. Ey, Cisco, ich muss jetzt Pause machen, gell? Tür mal. Wie, du musst Pause machen? Ach, dein Bett aufräumen, oder wie? Ja, ich muss das Zimmer sauber machen. Ja, hab ich gehört. Ich kann dir ein Auto geben. Ein Panzer. Der Panzer war geil, Junge. Gib mir den Panzer jetzt.
Und Motor anmachen, ganz wichtig. Ach, das ist doch beschiss, Junge. Das ist beschiss. Lass den mal scheiß Panzermotor an. Jetzt bin ich unsichtbar. Ja, hier, ihr Hunde. Hier, ihr Hunde. Ich bin unsichtbar im No-Clip. Hier, bitte, einmal aus dem No-Clip raus. Cisco, oh mein Gott, das ist einmal. Ich liebe deine Eier. Weit weg. Hallo? Weit weg tragen, bitte. Ja, ja, Cisco, weit weg. Ich bin auf dem Arm des Typen, den du trägst. Ich hatte eben einen Panzer, aber den wollte mir Damian nicht geben. Sag mal Schokolade. Nein, mach ich nicht. Und dann spawnst du jetzt. Rechte, dann sag jetzt Schokolade. Du spawnst jetzt einfach nochmal den Panzer, startest den Motor und dann gehst du wieder weg. Und dann werde ich den Leuten das antun, was sie mir eben angetan haben. Willst du Atmenrechte? Ja, wenn es jetzt keine halbe Stunde dauert, dann wäre das auch. Ja, eine gut. Sekunde dauert das. Bist du dir sicher? Weil Damian war eben nicht so professionell mach unterwegs. Mal Slash of Duty. Sieht doch schon mal besser okay. aus. Also mir gehört ja der Start und Wie alt bist du? 13, ne? Tatsächlich. Alter. Wie kann man Motor starten? Was ist das für ein Müll? So, mach mal F5 und dann Fahrzeug. Boah, Junge, das. Ey. Ist das dein erster Server? Nee, das ist tatsächlich schon mein dritter. Naja, jetzt kannst du ja wenigstens in den Titel schreiben, Cisco war hier. Wie klappt das mit Noclip? Oh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist der Noclip. Das ist der Admin. Ich verstehe, wieso Damian so unfähig war, seine Adminrechte zu nutzen. Digga, was? Ich muss auch meinen Charakter drehen, um in die Kurven zu noclippen, ne? Ich kann das nicht einfach mit der Maus machen. Hier, nur so komme ich durch die Kurven genoclippt. Und God Mode, wie funktioniert das? Ach, alles übers Menü, sagst du, ja? Krass, dass du mir hier raufkommst, ne? Also. Naja, der Titel da war auch sehr schleppend, um ehrlich zu sein. Ey, es tut mir echt leid, ne? Aber Bruder, der Server ist, der ist schlecht. Der ist absolut, absolut grauenhaft. Also, hier funktioniert gar nichts. Ich heul gleich. Nee, ist gut. Nee, ich brauche kein TP, alles gut. Ich mach das schon. Cisco! Woher weiß er, dass ich Cisco bin? Um Gottes Willen, hier funktioniert gar nicht. Wollen wir mal aufzählen, was hier alles nicht funktioniert hat? Hier funktioniert gar nichts! Junge. Monster Matti, wie machst du das? Wie hast du so. Wie hattest du gerade 500 km/h drauf? Keine Ahnung, ich bin irgendwie weggeflogen. Wie ging das? Jetzt erklär mal, ich will das auch können. Ja, da war ein Auto hinter mir, das hat mich einfach angeschoben. Ja, aber 5000 km/h oder doch nicht? Ja, doch. Ah. Oh, nice. Jetzt solche Steifen. Ich kann gar nicht mal aufzählen, was hier alles nicht funktioniert. Digga. Oder hier sind nirgendwo Autos. Ein Modder. Oha, was für. Du moddest ja, Bro, hä? Junge, das ist ja das Cisco, Digga. Nee, Kollege. Der moddet ja wirklich. Permanenter Bahn. Permanente Ausreise, hallo? Für die 226? Nee. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich versteh's hier nicht. Aua. Also Cisco ist täglich so, ne? Also. Ah. Ihr Panzer. Ich glaube, der Panzer ist nicht oder? Legal auf dem. Doch. Der ist legal. Oh, ich probier mal ein bisschen was aus, ja? Du bist der verrückte Cisco! Ich bin der Cisco, Kitty! Ja, gut, das hat dann wohl nicht so funktioniert. Das wäre wirklich schön, wenn ihr mir ein bisschen Platz lassen könntet. Cisco, ich liebe dich. Komm mit, bitte nicht. Nee, lass mich, Tarek, ja, okay, lass mich los. Okay. Digga, es ist so vercrackt. Ey, Cisco, steig ein, ich beschütze dich. Nee, ich will nicht. Ah, oh mein Gott. Ich bin ja Avenger. Ah, ich bin im Cargo Bob. Wir sind im Cargo Bob. Genau, im Cargo Bob. Willkommen im Cargo Bob. Wunderbärchen! Toll. Schön. Wirklich toll. Nee, das ist der schlimmste, der aller schlimmste mit 1000 Metern Abstand Server, wo ich jemals war. Boah, Junge, anderer Server. Also, den Server würde ich nicht joinen. Nicht mal um Scheiße zu bauen. Nicht mal dafür. Einfach gar nicht. Einfach fernhalten. Selbst zum Scheiße bauen ist der zu schlecht. Zum Scheiße bauen zu scheiße. Rino V, Ingame Voice, kostenlose Fracks. Das ist doch schön, dass wir keine 300 Euro bezahlen müssen, um unsere Frack aufzumachen. So wie auf Hope, wie einem der schlechtesten Streamer-Server deutschlandweit. Passiert hier jetzt noch was oder? Ich bin unsichtbar. Sehr schön. Na, Kollege, wie geht's? Moin. Kannst du mich sehen? Ja. Echt? Du kannst mich sehen? Ja, ich kann dich tatsächlich sehen. Ich mich nicht. Das ist komisch. Gibt's hier Einreisebeamte? Ich bezweifle es stark. Restart in 5 Minuten. Hey, Salzkot ist gerade hier drauf, weißt du? Ja, genau. Salzkot ist hier. Ah, so schlecht. Erzähl mir mehr davon, komm. Mehr damit. Hast recht, Erik. Ey, Cisco, du Schwanz. Genau. Cisco? Nee. Cisco? Ah, Cisco. Ich kann das nicht. Ich bin psychisch so kaputt.
Junge, ich bin psychisch ein psychisches Wrack durch 5M geworden. Kann ich nicht einfach meinen Channel irgendwie ummodellieren, dass ich dann nur noch Minecraft-RP mache? Oder nur noch... Oh mein Gott! Survival Minecraft. Nein, Minecraft Survival Hardcore. Episode 1 bis Episode 10.000. Boah, ich wäre so happy darüber, wirklich. Ich würde das so mit Kusshand nehmen. Oh, leider wird das nie passieren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal auf diesem Server war. Das ist bestimmt irgendein umbenannter Server gewesen. Oder geklaute Server-Files von einem anderen, wo ich mal drauf war. Ein M-Dealer, der sogar kommt und mir hilft. Das sind auch Safe-Admins. Oh nein, die werden mich sofort wegbannen. Hallo? Oh, was ist das falsches Halti-Chat? Die haben noch veraltet, 236, glaube ich. Hallo? Hallo? Vielen Dank für die Hilfe. Wie geht's dir denn? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin gerade erst aufgewacht hier irgendwie. Fühlt sich an, als wäre ich vom Himmel gefallen. Könntet ihr mich mitnehmen vielleicht zum Park so? Zum Central Park? Genau. Du kriegst noch eine Rechenvorhaltung von mir. Ich habe gar kein Geld. Ja, das ist nicht mein Problem. Wie soll ich das bezahlen? Wir haben ein bisschen Zeit zu sagen, alles gut. Oh, Entschuldigung, ich weiß nicht, was das sollte. Oh nein, man kann Passout-Demote machen. Warum bin ich jetzt aus diesem Auto gefallen? Hast du mich aus diesem Auto geholt? Hallo? Hallo? Du musst nichts sagen oder so, aber ich höre deine Tastatur und deinen Maus klicken so, ne? Ja, ich bin jetzt da. Servus. Ah, wunderbar. Du, Cisco. Hast du mich aus dem Auto geworfen? Nee, du bist damals hier ausgelockt. Ja, ist das so? Ich weiß es nicht mehr. Na gut, pass auf. Ich setze den Admin auf den Kopf und dann wünsche ich dir viel Spaß. Aber Autos, pass auf. Kohle. Slash Car? Ey! Du hast hier selbst eine große Auswahl, die du treffen kannst. Ah. Oh, sieht schön aus, das Gerät. Oh, hübsch. Nicht schlecht. Servus. Hier ist eine Sperrzone. Wie, hier ist eine Sperrzone? Steht nirgendwo. Hier ist eine Sperrzone. Stand nirgendwo, sorry. Woher soll ich das wissen? Warum ist hier eine Sperrzone? Weil wir hier gerade eine Sperrzone haben. Ganz einfach, müssen Sie nicht wissen, den Grund. Aber hier sind doch keine Gegner, so keine Gangs. Ich würde Sie bitten, jetzt einfach aus der Sperrzone zu fahren. Ja, und wann kann ich wiederkommen? Dann, wenn die Sperrzone aufgehoben wird. Jungs. Woher weiß ich, dass hier keine Sperrzone mehr ist? Da merkst du ganz einfach daran, dass hier wie viele Officer stehen? Ja, aber wenn ich wegfahre, sehe ich das ja nicht. Naja, aber auch schon. Okay. Von 400 Metern, ne? Wo sind 400 Meter? Das können Sie sich ausreden. Ihr Auto ist circa 2 Meter lang. Das sind 2 Meter! Ja, ein bisschen. Der Kerl, der hat einen Knick in der Optik. Was für 2 Meter? Wei, oh, wei, oh, wei. Was für Menschen, ey. Aber die sind schon, die sind gefangen im RP. Ich merk's schon. An der Art und Weise, wie ernst sie das Polizei- und SWAT-RP nehmen. Was ist das? Was ist das? Das ist neu. Junge, hier ist einfach ein Park. Das sieht aus wie der, wie heißt es? Wie der... Gut, mein Cutter musste es gerade leider wegcutten, weil es halt copyrighted Musik ist. Aber da läuft Deutschrap. An diesem komischen Klostergarten, Biergarten, was immer bei Sat1 läuft oder so. Oder im ZDF morgens um 5, wo die ganzen Rentner sitzen und so. So sieht das aus. Aber da läuft Deutschrap, alles klar. Ah, ich verstehe, warum da eine Sperrzone war. Jungs, ich habe mal eine Frage. Hallo, hallo, mal eine Frage. Kollegen, hören Sie mich? Ich hätte eine Frage. Können Sie mir vielleicht die Frage beantworten? Hallo? Hören Sie mich? Ich habe eine wichtige Frage. Also ich merke jetzt, warum die Sperrzone... Oh, ich höre sie gar nicht. Man hört sie nicht, falls sie reden sollten. Und die Sirene ist so laut. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, ich habe eine wichtige Frage. Ja? Also ich verstehe, warum die Sperrzone da war. Aber anscheinend gibt es ja niemanden, der... Anscheinend gibt es ja niemanden, der versucht, diesen Konvoi aufzuhalten. Nee, weil der Konvoi auch gerade einen Plan hat und zu einem Ziel fährt. Ach so, halte ich sie gerade auf? Und ja. Ihr Ziel ist, diesen Konvoi aufzuhalten, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte halt einfach nur fragen, was ihr Ziel ist, weil es wir gibt... Wir wollen jetzt zu einer anderen Familie fahren und da ein bisschen Ramazamba machen. Ach, Sie sind eine Familie? Nein, wir sind das PD und die Sheriffs. Verstehe. Wir haben die Sheriffs dazu gerufen, dass wir in der Mehrzahl sind und zu dieser Fraktion jetzt fahren können. Ja. Und deswegen würde ich Sie bitten, jetzt einfach sich von dem Konvoi fernzuhalten, ja? Ja, okay. Alles klar, dann danke ich Ihnen, ja? Was, okay. Was wäre denn, wenn ich zu einer dieser verfeindeten Familien gehören würde? Dann wären Sie da, aber wir sagen Ihnen ja nicht den Namen, wo wir hinfahren. Fahren zu den Peaky Blinders. Aber generell können Sie ja auch überfallen werden, ne? Wir? Ja, ja, klar. Könnte man machen. Wollen Sie das einfach probieren? Uns zu überfallen. Nee, ich bin alleine. Hä, ich wäre doch dumm im Kopf, wenn ich das probiere. Das ist richtig. Ja. Ich würde gerne mal rückwärts fahren. Tschüss. Oh, sorry. So, aber jetzt machen Sie auch wirklich mal weg und nerven nicht weiter, ja? Jo. Dankeschön.
Digga. Ja, okay. Das war doch eindeutig. Warum wurde ich aus Sicherheitsgründen gebannt? Das war doch mehr als eindeutig. Aber ehrlich, so maximal gefangen im Gambo-RP, dass man alleine unter sich einen Konvoi rumfährt. Das erinnert mich damals, wie ich ein kleines Kind war und mit irgendwie 7 Jahren alleine mit mir selber Lego gespielt habe und so getan habe, als würde ich den Konvoi der Lego-Fahrzeuge hin und her schieben. Aber es war niemand anderes da. Ich war alleine. Ich habe jedes Auto alleine rumgeschoben.